fühlte mich völlig gestresst, übermüdet, ausgelaugt und kaputt und wusste nicht so wirklich, wie ich das ändern sollte. Ich war mit mir selber unzufrieden, weil ich hatte gewichtsmäßig in den letzten 3 Jahren also locker 10 Kilo zugenommen. Sehr, sehr unfit durch überwiegend sitzende Tätigkeit. Ich war unbeweglicher, ich war müde und auch Energie war weniger da. Ich hatte Angst, dass ich leistungstechnisch versage und irgendwie wie der Horst vor meinen Kunden da stehe. Der Unterschied zwischen Fit for the Game und anderen Studios, ich glaube, man kann es am einfachsten erklären, insofern, dass man sagt, es geht hier um den Individuell, um den Mensch und nicht unbedingt um eine Zahl in einer Tabelle irgendwo. Jeder von diesen Menschen ist für mich ganz wichtig. Wir kennen als Team diese Leute ganz, ganz genau, was ihre die Bedürfnisse, tagesformabhängig. Jeder will, wird zu einer gewissen Intensität trainieren. Wir wissen, was die Leute wollen, was die von der Körper erwarten und unser Job ist, das zu ermöglichen. Ich habe die Alpen überquert mit quasi null Muskelkater und körperlich einer sehr guten Fitness. In 3 Monaten 6 Kilo abgenommen. Merkte ich einfach, dass ich körperlich präsenter war, mich wohler fühlte, ausgeglichener war. Wie fühle ich mich heute? Ja, das ist ehrlich gesagt sogar schwer in Worte zu fassen. Das muss man eigentlich erleben. Mein Körper hat sich komplett gewandelt. Also selbst ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemals sage, dass ich Spaß am Sport habe. Das war jahrelang nicht so. Das hat man hier wirklich geschafft. Ich gehe hier gerne hin. Es ist wie eine, wie gesagt, eine kleine Familie. Man kennt sich hier, man begrüßt sich und das macht wirklich Spaß.